Hallo liebe Freunde, Simon heute mit einem neuen Tool, Diva von Uhe. Ich grüße euch und gleich zeige ich euch, was ist das überhaupt? Wahrscheinlich kennt ihr es. Okay, meine kurze Darstellung des Geräts und meine Meinung dazu. Uhe, eine deutsche Firma, macht dann programmiert, vertreibt, verkauft, alles mögliche gute Synthesizer. Was ich immer bemängle bei Uhr, die sind sehr, ja, CPU-lastig. Auch Diva. Das ist auch ein Grund, wieso ich dieses Gerät letztes Mal nicht installiert habe. Ich hatte schon deinstalliert gehabt. Ich habe es nochmal extra für euch installiert. Ein Kollege auf meinem Channel hat mich nochmal drauf, ja, hingewiesen. Pass auf, Diva hast du nicht erläutert. Mache ich jetzt. Wobei ich habe auch ein Tube von Diva vor ein paar Jahren gemacht. Glaube ich vor einem Jahr, 2 Jahre. Könnt ihr euch auch schauen auf meiner Playlist Uhe und Synapse Audio. Okay, kurz zu Diva. Digitale Oszillatoren, sowohl analoge, sehr, sehr gute Filter. Leiden, Cascade, Highpass-Filter. Also wirklich, diese Filter sind was Besonderes. Gut, dann haben wir hier die LFO-Abteilung. Dann hast du hier nochmal das Tuning bezüglich Oszillatoren. Also viele, viele Sachen kannst du machen. So viele jetzt wie bei Zieler nicht, bei dem Modular-Synthesizer von denen. Dennoch kann man hier gute Sachen anstellen. Was ich bemängle, ist die Effektsabteilung. Ich finde die einfach sehr, ja, mager. Ja, da erwarte ich schon viel mehr. Da müsste ein Update kommen, damit dieser Synthesizer mithalten kann mit der Konkurrenz. Das ist ein Nachteil. Ich finde einfach zu wenig. Es reicht für Produktion, gar kein Ding. Aber vergleiche ich das mit Rapid, da muss ich sagen, ja, lieber Rapid. Aber okay, Diva ist jetzt dran. Lass ein bisschen reinhören, war besser. Sound mega analog, mega sauber, sehr druckvoll. Also ein Sound und den Bassbereich hast du direkt abgedeckt. Möchte kurz die Filter demonstrieren. Kann schon gute Effekte erzielen, gute Sounds. Ihr seht schon, die kleinste Veränderung gibt auch direkt ein Resultat. Das mag ich sehr. High Quality. Ziemlich dirty. Suchen etwas höher. Er hört schon, ne? Also sehr, sehr dreckig. Ich mag das Teil. Gefällt mir. Sehr, sehr druckvoll. Gut, einen Appreciator sehe ich jetzt hier nicht. Schade, müsste aber eigentlich einen geben.
Oh, den habe ich total übersehen. Ach du Scheiße. Extrem. Hier spielt ja ganz, ganz oben. Nicht mal bei Rapid habe ich das gehört. Also der Sound und die Filter. Ich habe es euch gesagt, Filter, Oszillatoren. Ihr habt hier diese digitale Geschichten. Da könnt ihr schon sehr, ja, alles andere als warme Sounds erzeugen. Sehr kühl und aggressiv. Ne? Sehr interessantes Tool. Definitiv. Weiter geht's. Wirklich eine tolle Sache. Hier die Abteilung mit den Filtern und Kombination mit den Oszillatoren. Also da könnt ihr schon einiges machen. Ja. Wie gesagt, einziger Nachteil, sehr hohe Auslassung. Das höre ich noch. Druckvoll das Ganze klingt. So, ich möchte jetzt ein paar Pads ausprobieren. Dream Synth. Lass uns mal hier. Da macht er nicht mehr mit. Ne? Da macht er nicht mehr mit. Mit einem Vierer. Mit einem Vierer schafft das nicht. Versuchen wir mit einem Dreierchord. Okay, das geht noch. Sehr schöner Sound.
Qualität der Effekte, die ist gut. Wir bemängeln, beziehungsweise ich bemängle nur die Anzahl. Ja? Das ist zu wenig. So, noch ein paar rhythmische Sachen. Oh, yes. Leute, meine Meinung dazu, das ist ein super, super interessanter Synth. Den braucht ihr aber nicht unbedingt. Ja, ganz einfach, weil wenn ihr, sag ich mal, jetzt 150 Euro ausgibt, dann muss ich sagen, das ist so eine Sache, dann würde ich mir zweimal überlegen, ob ich Diva hole oder ich gebe 200 aus für Nexus und da habe ich sehr gezielte Sounds, also eine breite Palette an Sounds. Wichtig auch meine Auslastung der CPU. Ja, du kannst dann 10 Nexus Instanzen aufmachen und da wirst du weniger CPU brauchen, Power, als eine Instanz mit Diva und das eine Fläche zu spielen. Ja. Das ist meine Meinung. Das Ding klingt wirklich sehr sauber. Du kannst hier super geile, interessante Sounds machen. Aber das wird nicht meine erste Wahl sein. Das wird vielleicht so ein, in einem zweiten Schritt so ein Add-on-Synthesizer sein, wo ich sage, ich brauche so einen schönen analogen Sound, aber mit der Möglichkeit, besondere Sounds zu kreieren. Was hier der Legend zum Beispiel so nicht mithalten kann. Diva ist wirklich sehr vielfältig, aufgrund dieser Oszillatoren hier, die du hast. Der tollen Filter, ja. Der Highpass-Filter, normale Filter hier, Layer, Kaskade und Multimode. Und bei manchen Sachen könnte ich sagen, ja, klingt besser als der Rapid. Einziger Nachteil für mich hier die Effekt-Section und die Auslastung der CPU. Ja, da möchte ich schon hier bessere Effekte haben. Ansonsten super geile Sounds, sehr druckvoll, sehr analog, sehr digital. Eine tolle Sache. Nicht umsonst hat auch Diva einen sehr guten Ruf. Generell die Firma Uhe, ja, die machen gute Sachen. Ich als Simone Greg nutze es kaum, weil es sehr aufwendig ist, ja. Für mich, sobald ich das Ding spiele, dann merke schon, Cubase macht da nicht mit. Und generell Windows 7. Das war's von mir. Guckt euch nochmal den anderen Tube, den ich fertig habe. Ich glaube, das heißt dann Diva, Uhe Diva Presets Preview. Und da kriegt ihr noch mehr Sachen, die ich da vorstelle. Vor allem, die sind auch besser gelungen. Ihr müsst euch eins im Klaren sein, ich übe nicht vorher. Ich bereite mich auch nicht vor. Ich mache das genauso, wie ich das früher alleine gemacht habe. Ich habe mir was gekauft und habe es ausprobiert. Mit dem Unterschied, jetzt lasse ich eine Software arbeiten und ich spreche in ein Mikrofon rein, meistens. Oder auch nicht, je nachdem. Eigentlich war das nicht gedacht, so deutsche Tubes zu machen.
Und die meisten, die ich mache, sind eigentlich ohne Talking, ja, ohne zu sprechen. Das ist einfach, meine Philosophie ist, ich checke einfach die Sounds. Ah, interessant, nicht interessant für meine Produktion und lasse euch einfach teilnehmen, weil ich denke, manche von euch finden das interessant, manche von euch haben vielleicht nicht die Möglichkeit, das zu kaufen, ja, und können vorab hier ein bisschen reinschauen. Warum nicht? Ich teile gerne auch mein Wissen. Und deshalb bin ich auch nicht vorbereitet immer auf die Tubes, also was ich sagen muss, wie ich es sagen muss. Ich mache auch viele Fehler, gebe ich zu. Das ist aber authentisch und das mag ich. Gut, viel Spaß, have fun, see you, ciao.